Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxi. Wir brauchen noch einen Sieg für Gold 2. Das wäre schon mal cool aus 5 Spielen. Come on, müssen wir schaffen. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir vielleicht sogar noch Gold 1. Aber Gold 2 wäre schon mal geil, nachdem wir letzte Woche jedes Spiel gemacht haben, keinen einzigen Abbruch hatten und trotzdem nur Gold 3 geworden sind. Das war echt peinlich. Aber ich spiele jetzt diese Woche, seitdem ich nach den ersten 4 Spielen, seitdem ich auf meine Abwehr wieder achte und konzentriert in der Abwehr vor allem versuche zu spielen, spiele ich auch deutlich besser. Ich glaube, nach vorne spiele ich immer noch recht schwach, aber ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, mit einer soliden Abwehr spielt man automatisch nach vorne besser, weil man natürlich auch viel mehr Konter bekommt. Ich hätte auch ein, zwei Kontertore, was ungewöhnlich ist für mich. Der linke Flügel wird ausgewechselt, der 69er. Den hat er auf Garantie nur für den Link. Ja, das Team hat ziemlich krasse Spieler auf jeden Fall. Immer davon aus, dass ich es verlieren werde, aber wir versuchen uns auf der Abwehr zu konzentrieren. Ich meine, im letzten Spiel auch konzentriert bis zum letzten und fast noch geschafft, uns in die Verlängerung zu retten. Leider hat es nicht gereicht. Der Gegner hat dann noch ein Lucky 3-2 gemacht, aber egal. Milinkovic, mal gucken, wen er dafür reinwechselt. Er wird ja wohl kaum in 4-3-3 spielen. Er spielt eigentlich so gut wie gar niemand. Dann zeigen wir es halt nicht. So, konzentrieren, da Abwehr gut stehen. Selber vorgelegt. Abgefälscht. Schade. Schön gemacht mit Alaba. Auf wen hat er denn jetzt eigentlich eingewechselt? Origi, der Einzige, der Kopfbälle kann in meinem Sturm, also zumindest das Richtige. Krass, wir haben echt mal wieder ein Kopfballtor aus dem Spiel heraus gemacht. Sehr geil. Guter Anfang. Hat er jetzt irgendjemand eingewechselt? Habe ich noch nicht mitbekommen, oder? Spielt er wirklich mit dem 69er? Schön mit der Schusstäuschung und dann, ja, ins lange Eck mit dem Kopf. So, jetzt ist solid in der Abwehr stehen und alles ist drin. Ich meine, wir führen 1-0. Oh, ich bin nicht mehr zum Schießen gekommen. Fuck. Das war knapp. Es war schlecht gespielt, schlecht ausgespielt vom Gegner, aber auch schlecht verteidigt von mir. Wenn ich hier ein Tor, also wenn das gut ausgespielt hätte, hätte ich ja bestimmt ein Tor gefressen. Da haben wir echt Glück gehabt. Das hat er gut antizipiert. Scheiße, das war Kacke. Sokrates, zum Glück. Ich muss leider teilweise ein bisschen zu lang den Ball halten. Ich muss den eher passen.
Gut gespielt. Was? Okay, wir waren zuletzt dran. Das hat er schlecht gemacht. Oh nein, Origi! Oh, ich dachte, er köpft jetzt zum zweiten Mal ein. Scheiße. Glück. Hat er schon wieder Glück. Das war schlecht gespielt. Okay. Bisher spielt er auch nicht so gut. Ich weiß nicht, was mit dem frühen Gegentor zu tun hatte oder ob er wirklich jetzt einfach nicht mehr in der Lage ist zu leisten. Spielt auch immer noch relativ defensiv, oder? Kommt mir nur so vor. Nicht das Gefühl, dass viele in meiner Hälfte werden. Schade. Ich dachte, Arangis geht außen lang, aber er ist leider innen lang gegangen. Geil gespielt, eigentlich auch ein ganz guter Schuss, aber irgendwie zu sehr an Torhüter, glaube ich. Och, geil getrippelt, dann behindert er uns wieder beim Schuss. Bisher führen wir absolut verdient und ich würde gerne ein zweites Tor machen. Vielleicht jetzt, bevor Pause drückt. Vielleicht überlegt er sich dann. Ah, schade. Und bricht ab. Was macht er denn jetzt? Wahrscheinlich wird er seine Formation ändern. Die scheint ja nicht so richtig zu funktionieren. Origi hat, glaube ich, einen eigenen angeschossen. Ja, hat Werner angeköpft. Aber der wäre dann wahrscheinlich auch nicht rein. Nice luck. Null mal geschossen. Nice. Wir gucken mal auf seine Formation. Ja, er ist zum 3-1-2 gewechselt. Aber das hat er, glaube ich, schon gehabt, bevor er jetzt eine Pause gemacht hatte. Ganz am Anfang hat er das, glaube ich, eingestellt. Das hat man nur noch nicht gesehen. Spielerisch bisher nicht so gut, aber wie gesagt, es kann auch einfach mit dem frühen Gegentor zusammenhängen. Was natürlich egal ist. Also warum er jetzt so spielt, ist mir eigentlich egal, aber bedeutet nicht, dass das sein eigentliches Leistungsniveau ist, was er jetzt spielt. Danke. Haben wir irgendwie scheiße ausgespielt. Hätten wir, glaube ich, mehr rausholen können oder müssen.
Oh, entweder bekommen wir den Ball. Mann, 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 Mann. Diesmal aber nicht. Risikopass. Wir waren schon wieder drei mit Arangis. Perfekte Situation für eine Grätsche, weil er ballfrei lag. Schade, ich dachte, ich komme vorbei. Jetzt! Oh, fuck! Ich hätte echt gedacht, der geht rein. Oh, 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 das war nicht gut. Das war nicht gut! Scheiße! Erster Schuss und Ausgleich. Glückwunsch. War aber auch nicht gut verteidigt. Fuck! Och, ist das unverdient. Naja, was soll, jetzt machen wir halt noch eins. Jetzt aufpassen, come on, so ein Fehler darf nicht nochmal passieren. Erster Schuss, ey, erster Schuss. Macht so viele Fehler, ey. Also, na also, come on! Jetzt rennen wir auch mal zur Kamera. Jetzt mach bitte psch. Ach, macht doch nicht, schade. Das wäre schön gewesen. Psch. Aber egal, wir führen wieder. Und er identifiziert sich mit unserem Verein, das ist doch gut. Sehr verdient. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir noch eins nachlegen. Er macht so viele Fehler, er darf gar nicht gewinnen. Ist nicht unmöglich, aber er darf nicht. Es war eigentlich kein Foul. Wechsel, ah ne, ich glaube, ich lasse mal meine Wechselspieler regenerieren. Wenn er noch eins schießt, wechsle ich. Wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, sind wir Gold 2 oder spielen wir schon auf Gold 1? Ne, wir spielen auf Gold 2, oder? Ja, ich glaube. Oh, knapp. Ach, abgefälscht, aber hat nicht gereicht. Wenn mal nicht geblockt werden würde. Ein Lukaku gestorben, was sonst? Krass, krasses Tor. Baumfeld.
Das ohne Distanzwert, ne? Also er hat einen Distanzwert, aber der ist scheiße, ich glaube unter 70. Und der hat genau gepasst. Sehr geil. So, jetzt war Deckel. Geile Ballername. Oh, knapp. Verkackt aber jeden Pass, oder wie? Ich habe direkt auf Passen gedrückt. Jetzt sind alle vorne. Gute Grätsche mit Ginter. Oh, vielen Dank. Oder auch nicht. Fekir, den sieht man nicht so oft in die FIFA 18. Ich frage mich, ob er sich nicht mehr so gut spielen lässt wie in FIFA 17 oder warum man ihn nicht mehr so gut, so oft sieht. Jetzt gehe ich natürlich auf Zeit, logisch. Er hat es auch nicht verdient, hier nochmal eine Chance zu bekommen. Fekir in FIFA 18, FIFA 17 war so das, was Philippe Andersson in FIFA 18 jetzt für mich ist. Wobei ich eigentlich ganz froh bin, mittlerweile Willian zu haben. Einfach auch wegen seinem defensiven Spiel, seiner körperlichen Präsenz. Das war richtig schlau. Wenn jetzt noch ein Tor frisst, wird's geil. Oh, noch eine Ecke. Ey, bin ich blöd oder was? Was war denn das? Das ist wirklich kein Lackertor. Danke, das hat er sich gerade selber versaut, sein Lackertor. Ja, Origi hat einen ganz guten Körper und dann gibt es halt irgendwann einen Foul. Das war's. Sehr schön. Ich glaube, es ist Gold 2. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch vier Spiele und aus dem brauchen wir zwei Siegen für Gold 1. Das wäre krank, jetzt Gold 1 auch noch zu werden. Das wäre richtig krank. Geil krank natürlich. Und wir hätten es auch ein bisschen verdient, aber trotzdem wäre es krank. Tore, Werner und Origi, Vorlagen, Arangis, zweimal Bailey, der auch direkt Man of the Match ist. Brasilien ist wieder an der Reihe. Gold 2, sehr geil, noch zwei Siege. Und ich will eigentlich auch alle Spiele spielen, weil es geht ja auch wieder um die Monatsbelohnung. Wäre ja geil, mal wenigstens im Monat dann Elite 3 zu werden, aber dafür müsste ich halt. Ich meine, wenn ich theoretischerweise jetzt schaffen würde, Gold 1 zu werden, hätte ich schon mal gute Chancen, wenn ich. Also wenn ich immer Gold 1 bin, dann bin ich automatisch Elite 3 im Monat. Aber ich glaube, man kann sich sogar einmal Gold 2 erlauben, wenn der Rest Gold 1 ist. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, das hat mir jetzt noch nicht ausgerechnet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man immer Gold 1 ist, ist man Elite 3 im Monat. Und wenn ich jetzt Gold 1 werden würde, wäre das erstmal nicht nur für einen Monat geil. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, jetzt Elite 3 zu werden diesen Monat, weil da müsste ich dann jede Woche mindestens Gold 1 schaffen, im besten Fall. Sondern das wäre einfach geil für die Wochenbelohnung, weil wenn ich mir jetzt wirklich noch ein auf Firmino upgrade, habe ich dann erstmal gar keine Kohle mehr. Und dann würde ich dann halt erstmal 35.000 Coins bekommen plus 3 Packs. Ich glaube, Gold 1 ist immer mindestens 50.000 Coins. Also insgesamt, wenn man alles verkauft aus den Packs, hat man insgesamt mindestens 50.000 Coins. Dann könnte ich mir ja schon mal wieder einen preiswerten Spieler holen. Und man hat logischerweise auch immer noch ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass man noch mehr rausholt als 50.000. Aber es wäre mal wieder Zeit. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich habe Neymar gezogen, auch wenn es sich irgendwie anders anfühlt, weil es ist halt eine untauschbare Karte. Das fühlt sich irgendwie anders an.
Ich will mich trotzdem nicht beschweren, aber die letzten zwei also die letzten beiden Belohnungen waren echt scheiße. Die Monatsbelohnung war auch ziemlich schlecht. Kann ich auch keine einzige Karte verwenden. Und ja, ich kann Squad Building Challenges machen, aber ich mache die nie. Ich habe so schon keine Zeit und habe eigentlich auch gar keinen Bock, die zu machen. Deswegen, ja, versauen die Karten leider in mir und es ist ein Haufen Value, den ich mir entgehen lasse. Ich weiß. So, jetzt konzentrieren, vor allem wieder auf die Abwehr. Ich glaube, das Spiel werde ich gegen den verlieren. Ziemlich gutes Team. Wir haben jetzt auch ziemlich oft gewonnen. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch spielerisch nicht schlecht sein. War aber gerade eine ziemlich wilde Grätsche von ihm. Ich hoffe mal, das macht er weiter so, weil. Ja, er macht's. Und ich bin so blöd und laufe nicht einfach weiter mit meinem Spieler, sondern nehme leider Gottes. Die schlechte Alternative macht den dummen Pass. Ach, bin ich blöd, ey. Das hat gerade eine richtig geile Torschance versaut. Er ist wirklich super aggressiv und grätscht wie ein Bekloppter. Ich hoffe, er spielt echt so weiter. Weil das wird irgendwann schief gehen. Schade. Alu, oh, kann das mal aufhören mit der Alu-Scheiße? Nice luck. Nice luck. Nice luck. Nice luck. Boah, ey, das wär's gewesen, wenn er jetzt 2-0 geführt hätte. Aber egal, also momentan kann ich mir auf jeden Fall Chancen geben, hier einen Ausgleich zu schießen, wenn er weiter so crazy mit seinen Grätschen spielt. Also bisher hat er echt defensiv schlecht gespielt. Leider hat er halt schon ein Tor gemacht. Mal gucken, wie es weitergeht. Endlich klären sie mal nicht direkt zum Gegner, wobei ist jetzt auch der Gegner dran, aber kann ich einfach drauf schießen. Alter, ist der Akku. Ein Elfmeter? Okay. Schön. Geil, der war sogar noch zuletzt dran. Vielleicht, wenn er so weiterspielt, ist auch das Risiko groß, dass er mal gelb-rot oder eine direkte rote Karte kriegt. Das wäre auch nicht schlecht. Jetzt haben wir mal Glück, schön. Alter, da habe ich echt gedacht, den muss er doch jetzt machen, weil aus der Position für Firmino, was geht? Boah, ich dachte, er geht rein. Also, der könnte schon drei Tore gemacht haben. Der ist defensiv so schlecht, aber irgendwie offensiv ganz gut. Scheiße, ich werde das verlieren, das Spiel. Das ist immer so bei solchen Gegnern. Und man sich so denkt, na, die sind eigentlich defensiv totale Katastrophe.
Aber dann offensiv einfach so gut sind, dass sie einfach mehr Tore schießen als man selbst. Zum Kotzen. Wenn ich Glück habe, kriegt er halt echt gelbe oder rote Karten und dann wird es einfacher. Mal gucken. Aber bisher haben wir zum Glück erst ein Gegentor. Das ist also noch alles drin. Nicht doch mal schießen in Ruhe. Wer war denn da dran? Fuck! Mach doch mal so ein Ding rein. Ich dachte echt, wir kommen durch. Gelb. Ist denn das für ein Spielstil? Rot! Ja! Sorry, dass ich mich so freue, aber es hat dann nämlich einen Innenverteidiger weniger. Sehr gut. Und wir haben noch richtig viel Zeit. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein Tor machen. Come on. Weil das frisst mega Fitness mit dem Spieler weniger. Das ist immer das große Problem. Wer ist denn eigentlich unser bester Distanzschütze gerade? Ich weiß gar nicht. Weil es ist gar nicht so schlau, hier jedes Mal William zu nehmen. Stimmt, Raphael ist der Beste. Aber es hat gerade gar nichts gebracht. Jetzt hat er einen Innenverteidiger weniger. Ich bin ja mal gespannt, ob er echt mit einem Innenverteidiger weniger spielen will. Also drei Verteidigern. Nice luck. Er würde ja jetzt auf Gandhi auch mega pissig sein. Also das sollte ja eigentlich immer leichter werden. Ich hoffe es zumindest. Komm, Gretsch. Es war halt wieder ein Foul. Toll. Nächste Runde. Leider nicht. Gibt nicht mal gelb. Krass, das war halt auf jeden Fall. Eigentlich auch schon wieder rot, würde ich sagen. Also, so, und jetzt haben wir. Also, es kann maximal noch Wiederholungsspiel geben, wenn der Gegner jetzt abbricht. Aber ich denke, jetzt ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das Spiel gewinnen werden. Weil. Ich glaube nicht, dass wir bis ins Elfmeterschießen kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt das hier noch irgendwie. Also, er hat einen Spieler weniger. Er wechselt ja noch nicht mal die Innenverteidiger irgendwie. Dass er mit einem Innenverteidiger mehr spielt und zieht irgendwie ein Mittelfeldspieler nach hinten. Das ist schon. Ja, kein Zeichen dafür, dass es geil wird für ihn. Und er will ja auf gar nicht weiter pissig sein, vielleicht noch mehr. Das Problem ist halt, bevor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass er weiter so aggressiv spielt, eine weitere rote Karte bekommt und bevor die halt ausgezahlt wird quasi, direkt das Spiel abbricht. Und wenn wir halt nicht führen, und er spricht ab, dann ja, gewinnen wir das Spiel leider nicht. Dann müssen wir halt nochmal spielen, das wäre schade, weil der Gegner ist echt nicht so gut in der Verteidigung. Und das ist ein easy Sieg, denke ich. Er wechselt immer noch nicht den dritten Verteidiger. Also er macht immer noch keine weiteren Spieler in die Viererkette rein. Boah, Torhüter! Lass doch den Torhüter ran! Ey, das wäre jetzt bitter gewesen. Schade. Machen wir so
Kopfball nehmen. Hatte ich doch. Schade. Schönes Ding. Oh, toller Pass. Richtig toller Pass. Aber auch geiler Pass, aber ist zum Glück noch gut gegangen. Jetzt kommt schon wieder die nächsten Grätschen. Ich habe nicht auf Schießen gedrückt. Ich schwöre, er hat es trotzdem probiert. Mann! Er kriegt echt ein Lackertor. Das kann nicht sein, Alter. Mit einem Spieler weniger. Unglaublich. Ja, jetzt kann er wieder gewinnen. Weil ich muss erstmal wieder ein Tor machen. Krass. Ich habe immer noch offensiv gespielt. Scheiße. Aber jetzt muss ich es weitermachen. Na also, boom! Genau richtig! Fräulein! Aber sowas von, jetzt gehe ich wieder auf. Ich gehe jetzt auf defensiv direkt, weil ich will ihm so schwer wie möglich gemacht, noch einen Tor zu schießen. Das ist wichtig. Klar, Lackertor da so zu treffen, aber ist mir scheißegal, er hat's verdient. Das ist so merkwürdig schlecht aggro defensiv spielt und nicht mal die Viererkette wieder voll macht. Sehr gut mit Casemiro. Oh, treff mich doch ruhig noch mal. Schade. Oh, krass. Schön gemacht von William. Das war blöd, das war aber auch nicht so geplant, der Pass. Nice Luck. Er ist immer noch gefährlich im Angriff. Das ist zum Kotzen, weil er so Konterstark ist. Ich will jetzt auch meinen Spieler wechseln, weil ich führe ja noch nicht und ich will gewinnen. Ich habe jetzt nicht mit Absicht rausgespielt, das war leider so passiert. Halt, Moment, können wir nicht einen von denen als, können wir nicht Neymar als ZDM nehmen? Ja. Wobei Neymar hat ja nicht so einen guten Distanzschusswert wie Raphael, fällt mir gerade ein. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Okay, ein bisschen Glück gehabt. Boah, es wäre wieder ein krasses Tor geworden. Es ist echt schwieriger als gedacht. Gegen ihn, weil er halt im Angriff immer noch gefährlich ist. Das gibt's doch nicht. Alter, der hat eine rote Karte, Mann! Ich sehe es. Ich verliere. Ich sehe es. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich verlieren werde. Ich werde gegen ihn verlieren. Es wird so kommen. Ich werde gegen ihn verlieren. Obwohl der einen Spieler weniger hat. Es wird. Und obwohl er halt defensiv so schlecht spielt. Es wird einfach so kommen. Es ist
Als wenn es nicht anders gehen würde. Ich weiß es, dass ich verlieren werde. Wir haben jetzt auch nur noch 10 Ingame-Minuten. Es ist zum Kotzen. Jetzt geh auf Zeit, come on. Na klar, was für ein Lacker, ey. So eine Scheiße. Wir verlieren echt. Ich habe noch nie, glaube ich, gewonnen. Also so ähnlich wie jetzt, wenn ich eine rote Karte hatte. Und mir ist es schon so oft passiert, dass ich verloren habe, obwohl der Gegner eine rote Karte hatte. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, dass ich gewinnen werde. Fuck, Mann. Obwohl wir einen Spieler mehr haben. Lucky Pass auf jeden Fall. Der war guter Pass und war ein schöner Abschluss. Das kann doch nicht sein. Hat ein Spieler weniger. Komm schon. Spätestens der Verlängerung muss er doch so viel weniger Ausdauer haben. Auch mit seinen Angreifern. Scheiße! Komm schon. Das müssen wir einfach gewinnen. Nein, das ist schöne Moral, immer wieder zurückgekämpft, aber er hat eine rote Karte, Mann. Oh, haben wir Glück, gebe ich zu. Hält aber auch krass, ey. Das gibt's gar nicht. Hält richtig krass der Torhüter. Dass der schon alles gehalten hat. Zu einfach. Ja, gut gemacht. Na also, boom, endlich führen wir. Aber auch Zeit. Das müssen wir gewinnen, ey. Komm schon. Ich sehe mich schon im Elfmeterschießen verlieren. Ich weiß auch nicht. Come on. Komm schon. Auch wieder ultra schwerer Schuss.
Komm schon, eine Halbzeit noch. 24 Mal geschossen, 14 Mal aufs Ziel. Ich glaube noch plus ein Alu-Treffer. Jetzt bricht er ab. Aber er hat echt krass gespielt mit der roten Karte, muss man leider zugeben. Also Respekt. Absoluter Respekt. Er hat dreimal geführt und zweimal mit einer roten Karte. Bricht er nicht ab? Was? Was macht er denn jetzt? Ich fühle mit zwei Toren. Was hat er denn jetzt noch vor? Er hat nochmal gewechselt, das Ding ist durch. Okay, dann noch mehr Respekt, dass er jetzt sogar noch krass weiterspielt. Hat er gedacht, dass er mit seinem Suarez hier ein bisschen durchdrehen kann oder was? Oh, was für ein Spiel! Was für ein Spiel! Ich bin so froh, dass ich das nicht verloren habe. Schade, aber ich mach nicht mal schnell genug. Krass, ey. Oh, das war anstrengend. Puh. Haben wir jetzt zwei Spiele hier, ne? Tore, zweimal Firmino, einmal Alessandrini, einmal Elionussi, einmal Casemiro, einmal Raphael. Hatten wir fünf Tore? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Krass, ich dachte, hätten nur vier. Ist aber egal. Vorlagen. Einmal Firmino, zweimal Neymar, einmal Casemiro. Nice. 3, 5. Was für ein Spiel. Ach schade, ich wollte noch gucken, wie viele Paraden der gegnerische Torhüter hat, aber naja. Egal, ein Sieg brauchen wir noch für Gold 1 aus 3 Spielen. Das wäre geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.